Zur Erarbeitung des Tools zur Sprachstandermittlung Gesundheit war es uns sehr wichtig, von bereits bestehenden Materialien und Werkzeugen auszugehen. Das Projekt Schulische Anforderungen für die berufliche Grundbildung wurde vom Schweizerischen Gewerbeverband und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren lanciert. Es stellt grafisch verschiedene Anforderungen in den Lehrberufen dar. Die Profile sind dafür in einfache, mittlere, hohe und sehr hohe Anforderungen eingeteilt. Hier sieht man die Anforderungen der Kompetenzen in der Landessprache der Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit in Violett und der Assistentinnen und Assistenten Gesundheit und Soziales in Rot. Für beide Ausbildungen sind die Kompetenzen in der Landessprache sehr wichtig. Die Darstellung zeigt auch eindrücklich den Unterschied in den Anforderungen der beiden Ausbildungen. Wir erwarten also von unseren zukünftigen Lernenden, dass sie bereits Kompetenzen in der Landessprache mitbringen. Welche Kompetenzen dies genau sind, haben Vertreterinnen und Vertreter von Berufsfachschulen, Volksschullehrpersonen, Organisationen der Arbeit und die Pädagogische Hochschule gemeinsam in einem Kompetenzraster festgelegt. Hier sehen Sie einen Ausschnitt des Kompetenzraster Deutsch für die Fachpersonen Gesundheit. Es ist aufgeteilt in die Grundkompetenzen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben und umfasst insgesamt 81 Kompetenzen in der Landessprache. Diese während der Einblickstage oder der Selektionsphase zu erfassen, ist natürlich unmöglich. Darum hat eine Arbeitsgruppe bestehend aus Praxisbildnerinnen und Fachlehrpersonen der Berufsfachschule die wichtigsten Kompetenzen eruiert. So konzentriert sich das Tool zur Ermittlung des Sprachstands der angehenden Lernenden auf je 4 bis 5 Schlüsselkompetenzen im Bereich Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben.